Hallo, in diesem Video zeige ich, wie du dir so einen Mini-Shopper nähen kannst. Druck dir als erstes das Schnittmuster aus. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Schneide dir alle Teile mit einer Papierschere aus und such dir dann zwei nicht dehnbare Stoffe aus. Schneide dann alle Teile zu, so wie es im Schnittmuster angegeben ist. Wenn ihr alle Teile mit Nahtzugabe zugeschnitten habt, beginnt ihr damit, die Vorder- und Rückteile zusammenzufügen. Und zwar nehmt ihr dafür ein Stück vom Vorderteil 1 und eins vom Teil 2. Und legt es rechts auf rechts, hier oben aufeinander. Steckt es euch mit ein paar Nadeln fest und näht diese Kante mit einem Overlockstich zusammen. Danach steppt ihr einmal mit einem dreifachen Geradstich über die entstandene Kante. Wenn du das gemacht hast, sollte dein Ergebnis so aussehen. Nimm dir dann die nächste Lage dieser beiden Teile und die jeweils dazugehörige Fließeinlage und stecke bzw. bügel diese dann auf. Wenn du dein Vlies befestigt hast, legst du auch hier die Teile rechts aufeinander, steckst sie zusammen und nähst sie mit einer Overlocknaht fest. Steppe auch dabei nachher deine Naht mit einem dreifachen Geradstich ab. Wenn du auch das fertig hast, wiederhole beide Schritte mit deinen anderen Vorder- und Rückteilen. So, dass du nachher zwei Teile ohne Vlies hast und zwei Teile mit Vlies. Stecke bzw. bügle dann auch bei deinem Bodenteil und deinen Seitenteilen das Vlies auf. Nähe als nächstes jeweils ein Seitenteil an dein Vorder- bzw. Rückteil, indem du das rechts auf rechts legst. Auch hierbei deine Nähte mit einem dreifachen Geradstich an. Wiederhole das nun, bis sich deine Tasche schließt. Danach machst du das gleiche mit den Teilen, wo dein Vlies dran ist. Wenn du alle die Teile zusammengenäht hast, setzt du deinen Bodenteil ebenfalls rechts auf rechts unten an, steckst es mit ein paar Nadeln fest und nähst auch das mit einem Overlockstich zusammen. Das gleiche machst du natürlich auch mit deinen Teilen, wo das Vlies dran ist. Wenn du nun das Außenteil und das Innenteil mit deinem Boden vernäht hast, steckst du die beiden Taschenteile rechts auf rechts ineinander und nähst einmal den oberen Rand zusammen und lässt dabei eine Wendeöffnung. Nun kannst du deine Tasche wenden. Setze als nächstes um den oberen Rand eine Steppnaht, durch die auch automatisch deine Wendeöffnung verschlossen wird. Schneide dir als letztes zwei Gurtbänder mit einer Länge von 35 cm zu und veröde mit einem Feuerzeug die Enden. Leg nun die Tasche vor dich hin und setze dir innen von deiner Steppnaht aus eine Markierung bei 4 cm. Mache das gleiche auch auf der anderen Seite. An diese Markierung setzt du nun dein Gurtband, und zwar so, dass es 4 cm nach innen liegt. Setze dir nun eine Nadel und mache das gleiche auf der anderen Seite. Nähe das Gurtband nun mit einem dreifachen Geradstich und der Kreuztechnik fest.
sollte dann so aussehen. Mache das gleiche mit der anderen Seite des Gurtbandes und natürlich auch mit deinem zweiten Gurtband auf der anderen Seite. Wenn du das gemacht hast, ist dein Minishopper fertig. Vielen Dank, dass du dir mein Video angeschaut hast und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachnähen. Bye bye!